Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Satinavs Ketten, das schwarze Auge. So, ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, wieso wir Satinavs Ketten wieder spielen. Ja, das hat den Grund, ich war gerade dabei, Final Fantasy VII aufzunehmen und ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnert, aber ich kann das nur auf meinem Laptop aufnehmen, auf meinem uralten Laptop. So, der pfeift aber mittlerweile so aus dem letzten Loch, dass ich jetzt hoffen kann, darf, muss, wie auch immer, dass wir Final Fantasy VII irgendwie dann doch mal auf meinem PC zum Laufen bekommen, beziehungsweise auf dem PC von meinem Freund, weil es da doch arge Probleme gab, das überhaupt erst zu installieren, noch nicht mal zum Laufen zu bekommen, sondern einfach nur das zu installieren. Gut, egal. Ja, ich hatte halt wie gesagt so Probleme, dass mein Laptop immer wieder abgeschmiert ist. Es hieß, er war keine 10 Minuten am Laufen, war wieder aus. Der wird einfach zu heiß und übersteht das halt nicht und dann fährt er sich wieder runter. Das bringt mir jetzt beim Let's Playen aber relativ wenig, beziehungsweise macht mir das sogar Probleme. Deswegen habe ich mich entschieden, okay, du willst irgendwas aufnehmen, es muss ja auch weitergehen. Und habe mich dann entschieden, okay, was kannst du aufnehmen? Du hast jetzt keine Konsole hier, kein Aufnahmegerät hier, Laptop will nicht. Ja, dann mach doch einfach mal Satinavs Ketten weiter. Wir haben das ja vor einer Weile angefangen, bis ich dann natürlich weniger Zeit hatte oder beziehungsweise meine Probleme dann aufgetaucht sind, die ich ja Gott sei Dank jetzt mittlerweile alle lösen konnte. Deswegen, ja, starten wir hier wieder durch. Beim letzten Mal haben wir Nuri kennengelernt, die Fee, die wir im Wald gefunden und kennengelernt haben. Und diese hat ein Stück Magie um den Hals, weswegen sie uns in die Stadt mitfolgen konnte. Wir sind dann hier angekommen in unser Haus. Und wie ihr sehen könnt, alles ist voller Blut, irgendwas stimmt nicht. Jedoch, bevor wir jetzt nach oben gehen, müssen wir Nuri verstecken. Es könnte nämlich irgendwas passieren, was ihr Probleme machen könnte. So, dann fangen wir mal an. Wir haben ja die nette Funktion, dass wir hier auch sehen können, wo uns was erwartet, was wir machen können. Und ich glaube, ich gehe erstmal die Kleiderkiste. Lass uns hinaufgehen. Nein, da oben ist gerade nicht aufgeräumt. Genau, da ist nicht aufgeräumt, denn da liegen wahrscheinlich ein paar Hautfetzen rum. Und was ist das? Nicht anfassen. Ja, egal. Anscheinend können wir momentan nicht wirklich was machen. Und was ist das? Nicht anfassen. Müssen sie halt wirklich hier reinbringen, in das Kabuff. Nuri, schau mal. Hier ist es spannend. Ist das eine Höhle? Ja, warte so lange drin, bis du ein helles Licht siehst. Wer ist denn hier? Hallo. Ich bin Nuri Darinella Wanda. Aber Gero nennt mich Nuri. Ich muss endlich wissen, was hier passiert. Ja, sie ist jetzt so gesehen in Sicherheit. Schon wieder lose. Aber darum muss ich mich später kümmern. Ja, die Scharniere sind lose. Schon wieder lose. Aber darum muss ich mich später kümmern. Okay, dann das. Es schießt nicht mehr. Das Spanngarn ist durchgefault. Okay. Gut, wir haben jetzt Nuri erstmal versteckt, deswegen gehen wir mal nach oben. Was ist hier geschehen? Deine Augen. Wer hat dir das angetan? Der Seher. Er ist zurück. Beweg dich nicht. Ich bin bei dir. Er hat seine Kreaturen nach mir gesandt, die Fee. Du musst sie... Sie haben... Gwendling? Gwendling, bleib hier! Ja, Gwendling ist angegriffen worden vom Seher. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Keine Ahnung. Auf jeden Fall fragen ihn jetzt mal, wenn er noch Kraft hat, also solange er noch Kraft hat, was denn passiert ist. Was wollten die Angreifer von dir? Der alte Feenforscher. Er ist der Nächste. Was wollen sie von der Fee? Er braucht sie, aber er darf sie nicht bekommen. Also so wie das aussieht, sind seine Augen irgendwie rausgebrannt oder rausgepickt worden. Keine Ahnung. Er hat auch überall Kratzer am Leib. Was waren das für Kreaturen? Geschöpfe der Nacht. Fremde einer fremden Welt. Wie sahen sie aus? Sie hatten bleiche Gesichter und spitze Krallen.
So, dann was hast du erzählt? Was hast du ihnen erzählt? Blut habe ich ihnen entgegengespuckt. Welcher Feenforscher? Oh. Bitte, stirb nicht. Nicht jetzt. Er hat uns begleitet. Damals, vor 13 Jahren. Er hat das Tor versiegelt. Das Tor zur Feenwelt. Wo ist er jetzt? Alles umsonst. Wo ist der Feenforscher? In den Blut. Zinnen am Roten See. Er ist im Orkland? Es ist alles, alles zu spät. Was geschieht jetzt mit der Fee? Es gibt nur einen Weg. Welchen? Du musst sie töten. Nur so kann der Seher aufgehalten werden. Was? Nein, ich bin kein Mörder. Dann wird Andergast untergehen. Ja, wir sollen Nuri wieder töten. Also Nuri töten, nachdem wir sie doch erst mal kennengelernt haben. Also wer würde da nicht Nein sagen? Ich kann die Fee nicht töten. Du musst es tun. Es muss doch einen anderen Weg geben. Sei kein Narr. Seine Macht liegt jenseits deiner Vorstellungskraft. Gwynling! Da. Ich kann sie hören. Die schwarzen Schwingen. Nein, 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 nein! Was mache ich jetzt nur? Was mache ich nur? Ich kann die Fee nicht töten. Ich kann noch nicht einmal darüber nachdenken. Es muss einen anderen Weg geben. Der Feenforscher. Der rote See in den Blutzinnen. Der König kann seine Ritter dorthin schicken. Sie werden wissen, wie man den Seher besiegt. Ich muss nur zur Burg und sie warnen und alles wird wieder gut. Da! Da ist die Hexe! Schau dir nicht in die Augen! Hexe! Auf den Scheiterhaufen mit ihr! Oh nein, Nuri! Ja, tatsächlich hätte ich nämlich auch nicht gedacht, dass ich schwarze Schwingen höre, sondern einen wütenden Mob. So, okay, wir haben Gwynling leider verloren. Unser nächstes Ziel ist der Rote See. Oder der Schwarze See und die Roten Zinnen. Ich habe es gerade irgendwie verrallt. Auf jeden Fall müssen wir jetzt, glaube ich, den Mob aufhalten, Nuri dazu massakrieren. Und ja. Achso, kurze Info noch nebenbei. Ich habe ja die Folgen immer so um eine halbe Stunde gemacht. Ich werde das jetzt aber so machen, dass ich wieder bei einer Viertelstunde bleibe. Damit wir, ja, ich habe hier keinen guten Upload und dann habt ihr auch die euch bekannte Länge der Videos auch. Bei einer halben Stunde ist, denke ich mal, auch nicht immer so praktisch. Gerade wenn ihr beispielsweise jetzt in der Mittagspause ein Video schauen wollt, da sind dann 15, 20 Minuten dann doch angenehmer, denke ich, zu schauen. So, reden wir mal mit Nuri. Nuri! Geron, deine Menschen sind alle wütend auf mich. Ich habe Angst, dass sie mir etwas tun. Was hast du angestellt? Du solltest doch im Zimmer bleiben. Mir war langweilig. Da bin ich rausgelaufen. Ich wollte deine Stadt sehen. Auf dem großen Platz waren alle Tiere eingesperrt. Sie taten mir so leid. Also hast du die Käfige geöffnet. Ja, aber dann bin ich gestolpert. Und es hat furchtbar gescheppert. All die Schüsseln und... Warum bist du nicht im Schrank geblieben? Ich wollte doch nichts Böses. Frag den Raben. Er hat alles gesehen. Wie bist du da überhaupt hinaufgekommen? Ich weiß nicht mehr. Ich hatte Angst vor deinen Menschen. Und plötzlich war ich hier oben. Aber jetzt komme ich nicht mehr runter. Das sind nicht meine Menschen. Ja, also scheinbar hat sie sich hier hochgezaubert, weswegen sie von den Leuten auch als Hexe betitelt wird. Ich denke, man kann ja schon relativ offensichtlich sehen, was gemacht werden muss. Also der Mob steht ja hier unten. Ich denke mal, dass wir hier die Fässer irgendwie loslösen müssen. Gehe ich jedenfalls mal von aus. Deswegen, ja, wir probieren es einfach mal, würde ich sagen. So, ich werde natürlich immer meine... Oh, mal sehen, vielleicht kann ich das jetzt hier gebrauchen.
Ich werde immer mal meine... Es schießt nicht mehr. Das Spanngarn ist durchgefault. Meine Hilfe hier zunutze nehmen. So. Hier ist nichts drin. Und an den Scharnieren? Ah doch, jetzt können wir die nehmen. Abreißen kann ich es nicht. Ich brauche einen Hammer. Ah ja gut, den haben wir doch noch. Ich weiß nicht, wofür wir das Scharnier brauchen. Ach nee, die Tür. Ich hätte jetzt das Scharnier wahrscheinlich eingepackt. Egal. Gut, wir haben eine Tür. Einfach mal so gerade unter den Schlüppi gesteckt. Mal gucken. Deine Fee ist in Gefahr, Nachthaar. Du schon wieder. Ein Mob hat sich versammelt. Sie soll brennen, wie eine Hexe. Hilf ihr, bevor es zu spät ist. Was ist passiert? Was hat die Fee angestellt? Sie ist abgehauen und hat die Tiere befreit. Alles ist in Aufruhr geraten. Um ein Haar hätten sie deine Freundin erwischt. Aber sie hat sich auf die Mauer gerettet. Ups. Wieso hilfst du nicht? Ich bin ein Rabe. Was kann ich schon tun? Klug daherschwatzen und dunkle Drohungen ausrufen. Ihr Biester bringt doch nur Unglück. Sehr hilfreich. Und jetzt hol sie von der Mauer, bevor es zu spät ist. Warum wollen sie Nuri verbrennen wie eine Hexe? Das kam, als sie in den Stand mit den Tonschüsseln fiel. Sie hat einen fürchterlichen Radau gemacht. Und als alle zu ihr hersahen, zauberte sie das ganze Chaos wieder ganz. Sie kann Dinge wieder heil zaubern? Ja, ganz wie eine Hexe. Und ein Scheiterhaufen ist hier schnell gebaut. Ich muss sie retten. Ah, das war der Grund. Ich denke mir was aus. Du halte still. Mach schon. Ich dachte irgendwie, dass die Leute gesehen haben, dass sie sich plötzlich da hochgezaubert hat, dass sie deswegen da irgendwie, ja, keine Ahnung, dachten, sie wäre eine Hexe. Ich meine, gut, okay, damals im Mittelalter, wie auch immer, wo das ja jetzt hier in der Zeit spielt, waren die Leute ja sehr abergläubisch. Also alles, was die sich nicht erklären konnten, war für die Hexerei, Zauberei, wie auch immer. Und ja. Zu fest verkeilt. Deswegen wird das wahrscheinlich der Grund sein, weswegen sie jetzt hier nach Nuri schreien. Okay, es ist zu fest verkeilt. Wir probieren es mal mit dem G-Stück. Wozu habe ich einen Hammer? Wir probieren es mal mit dem Hammer. Ach ja. Ja. Mit bloßer Kraft bringe ich die Fässer nicht zum Rollen. Schon gar nicht, solange sie befestigt sind. Gut, okay, dann können wir jetzt nach oben gehen. Hier oben sind die Fässer festgemacht. Ich frage mich eh, wer das konstruiert hat. Mit bloßen Händen. Ja gut, dann brauchen wir jetzt wahrscheinlich den Gehstock. Wozu denn? Wozu habe ich denn einen Hammer, oder was? Nein, was... Oder Moment. Nuri! Geron, deine Menschen sind alle wütend auf mich. Ich habe Angst, dass sie mir etwas tun. Nuri ist zaubergriffig, kann sie uns helfen? Kannst du richtig zaubern, Nuri? Und kaputte Dinge wieder heil machen? Meist schon. Heil machen ist ganz leicht. Kannst du richtig... Meist... Okay. Ich bin bald wieder zurück. Keine Sorge. Bitte, Geron, mach schnell. Ja, jetzt bin ich aber befragt, was soll sie denn heile machen? Was haben wir denn hier Schönes? Der Mob, die Fässer, das Seil. Mit bloßen Händen? Wie soll ich da rankommen? Ja, ist klar. Also ich muss wahrscheinlich eh erst mal runter wieder. Na? Bloßer schon gar nicht so lange. Ah, okay. Wir sollen irgendwas heile machen. Was denn zur Hölle? Was haben wir hier? Das vielleicht? Es schießt nicht mehr, das spannt. Ja, dann nimm es mit. Irgendwann werde ich einmal... Der Frieden mit Nostria wird schließlich kaum von Dauer sein. Gut, gehen wir nochmal nach oben. Ach, was haben wir denn hier? Ein zerbrochenes Messer.
Das habe ich wohl gesehen. Immerhin ein Andenken an Gwynling. Leb wohl. Ja, Gwynling ist jetzt wirklich endgültig tot. Aber wir haben ein zerbrochenes Messer gefunden. Das heißt, dass Nuri dies ja wieder ganz zaubern kann. Und somit können wir dann auch hier dieses Seil durchschneiden. Moment, dann zeigen wir das zerbrochene Messer einfach mal Nuri. Kannst du das Messer mit deinem Zauber wieder ganz machen? Sicher. Muss ich dir das irgendwie zuwerfen? Nicht nötig. Es ist tatsächlich wieder ganz. Danke. Wirst du mich jetzt retten? Ich bin dabei. Supi, wir haben das Messer ganz gemacht, oder beziehungsweise Nuri. Jetzt können wir damit das Seil durchschneiden. Ja, sie kann jetzt eigentlich versuchen, hier wieder hinzukommen. Bitte, Geron. Ja, Wie kann sie denn jetzt weitermachen? Die Mauer. Wie zum Namenlosen ist sie da hinaufgekommen? Na gut. Okay, gehen wir nochmal runter. Jetzt hier drüben hin. Und wir müssen... Irgendwie weiß ich das. Ich weiß nicht wieso. Ich glaube, ich hatte das eigentlich schon mal aufgenommen, aber ich habe gar keine Dateien mehr gefunden, ehrlich gesagt. Wir müssen nämlich jetzt die Tür hier... irgendwie hier Geron, anlehnen. Sie werfen mit Steinen. Hier lang. Ah gut, Supi. Hat schon geklappt. Nuri, komm jetzt. Was ist denn hier passiert? Keine Zeit. Wir müssen die Stadt verlassen. Ist er tot? Denk nicht an ihn. Wir müssen hier weg. Er wollte, dass du stirbst. Und wenn wir hier bleiben, dann wird das auch geschehen. Was? Woher weißt du das? Bevor er starb, hat er mich gebeten, dich zu töten. Aber das werde ich nicht. Ich werde dich beschützen. Also bitte, vertrau mir und komm endlich. Ihr könnt herauskommen. Der Mob hat sich beruhigt. Das war der Gong für die sechste Abendstunde. Ich sollte jetzt eigentlich ein Held sein. Ein Held? Der König hatte mich gebeten, die Krähenplage in seiner Burg zu beseitigen. Damit hätte ich es ihnen allen gezeigt. Krähenplage beseitigen? Feenretter sind mir da lieber. Ich werde nie wieder zurückkehren können. Gut so. Die Kreaturen, die deinen Meister ermordet haben, sie würden euch sofort finden. Warum weißt du so viel? Wieso hilfst du uns? Ich habe meine Gründe, Nachthaar. Nur gut, dass diese Kreaturen euch nicht vor mir gefunden haben. Nachthaar? Geron, was machen wir jetzt? Wir gehen zum Roten See in den Blutzinnen. Ins Orkland. Ins Orkland? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Gwynling sagte etwas von einem Feenforscher. Er wird sich mit unserem... mit dir auskennen, Nuri. Er wird dir helfen. Vielleicht kann er mir zeigen, wie ich wieder zaubern kann, ohne Schmerzen. Ja, bestimmt kann er das. Was glaubst du, Rabe? Denkbar wäre es. Der Forscher darf mich aber nicht zurück in meine Heimat bringen. Dort will ich nie mehr hin. Komm, ich möchte bis zum Sonnenuntergang so weit von hier fort sein wie möglich. Armer Junge, er verwechselt Verzweiflung mit Entschlossenheit. Ich vertraue ihm. Du weißt, sein Meister hat ihm befohlen, dich zu töten. Ich weiß. Er hat es mir gesagt. Aber er wird es nicht tun. Er wird mich in Sicherheit bringen und zusammen werden wir die Welt sehen. Oh, wird das schön. Geron, warte! Mach dir keine Sorgen, Rabe. Er macht schon keine Dummheiten. Ich hoffe, du hast recht, Kind. Ui, ja, jetzt bin ich wahrscheinlich wieder ein bisschen über meiner Zeit. Super, dass es die Pausefunktion gibt. Okay, also an dieser Stelle werde ich jetzt aber den Part beenden, damit wir nicht noch länger machen. Ja, es hat sich einiges geändert jetzt in diesem Part. Wir sind in unsere Stadt zurück, haben Gwynling tot aufgefunden, unseren Meister, der uns aufgezogen hat. Ja, ein dummes Ungeschick von Nuri hat uns jetzt dazu gebracht, die Stadt verlassen zu müssen,
Was aber vielleicht auch gar nicht so verkehrt ist, wir hätten eh gehen müssen. Die Kreaturen, die Quinlan getötet haben, sind uns auch auf der Spur, versuchen uns zu finden und wahrscheinlich auch zu töten, genauso wie die Fee. Und oder wie auch immer. Ich glaube, die wollten die Fee einfach nur finden und zu ihrem Meister bringen, was auch immer. Ja, jedenfalls, wir werden jetzt weiterreisen. Wir werden den Feenforscher versuchen zu finden. Und ehrlich gesagt war mir nicht klar, dass Nuri Schmerzen hat beim Zaubern. Ich weiß nicht, ob sie das irgendwie schon erwähnt hatte. Auf jeden Fall wissen wir es jetzt und ja, hoffen wir natürlich, dass wir sie da irgendwie unterstützen können. Gut, wie gesagt, ich beende jetzt hier diesen Part. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und wünsche euch noch einen schönen Resttag. Bis dahin, ciao, ciao.